die Braut kommt, frühstücken. So, meine Lieben, meine Nägel sind lackiert und meine Zehennägel. Jetzt habe ich noch eine. Das war Leo. Der schläft da auf dem Sofa nämlich. Hier drüben, während sich Mami fertig macht, weil der auch schon um 6 wach war. Oh je. Und jetzt habe ich noch eine frischende Gesichtsmaske drauf für 10 Minuten. Dann geht's ab zum Frühstück. Ich habe natürlich meinen Bright Kimono an. Ich werde in dem Frühstücken gehen. Ich zeige euch nochmal bei dieser Gelegenheit unser Wohnzimmer. Das ist komplett offen. Hier haben wir einen Esstisch. Hier ist die Couch. Fernseher. Und ich zeige euch jetzt mal direkt nach draußen zum Pool. Mal da lang. Seht im Hintergrund, hier ist der Eingang. Da geht man rauf. Unten ist ein Master Bedroom. Oben sind zwei normale Schlafzimmer, die sich ein Bad teilen. Das Master Bedroom hat ein eigenes Bad und so Sofa natürlich, also so wie ein kleines Wohnzimmer. Das ist so ein bisschen hier die Relax Lounge. Da haben wir eben gegessen gestern und natürlich unser Pool. Jetzt seht ihr das nochmal. Das ist das Wohnzimmer und das ist offen. Das hat keine Türen, das hat keine Fenster. Und hier oben, das ist der Gang, wo die zwei Schlafzimmer sind und das Bad. Und da sind keine Fenster drinnen. Nichts. Das ist einfach nur offen. Ein Loch in der Wand. Und genauso das Wohnzimmer. Hier ist es komplett offen, aber komplett sauber. Keine Tiere, gar nichts. Es ist traumhaft. Es ist traumhaft. Hier aus dem Wohnzimmer raus haben wir noch einen. Oh, jetzt hat er sich umgedreht. Gleich ist Mami bei dir. Haben wir noch einen Garten. Wunderschön. Die Braut kommt frühstücken. Erfahren habe, ist unsere Friseurin schon längst da und ich laufe jetzt vom Frühstück mit meinem Kaffee Richtung Villa. Ja, ich war ein bisschen später dran, ne? Aber jetzt wird alles gut, hoffentlich. Ich laufe jetzt Richtung Villa. Wie geht's euch? Super! Ein Pool! Und nach dem Essen ins Pool, huh? This will be your table. Oh, thank you very much!
Wow! So, meine Lieben, ich merke gerade, dass ich gar nicht so viel aufgenommen habe. Ich habe die letzten 2 Tage einfach nur genossen. Und jetzt wollte ich mich ein bisschen melden. Ich setze mich schnell an den Badewannenrand, weil draußen am Pool ist es so laut, alles sind draußen. Da sieht man das Lätzchen von Leo. Ich habe es gewaschen und aufgehängt. So, damit ihr ein bisschen hier Palmenaussicht habt. Es ist wunderschön. Es ist wirklich wie im Traum, dieses Resort. Ich werde ganz kurz über die Vor- und Nachteile reden. Also wir haben eine Familienvilla. In diesem ganzen Resort, das ist riesig, gibt es verschiedene Residences. Also es gibt Suiten, es gibt eigene Villen, die auch nur für Erwachsene sind. Also ich weiß nicht, was da oben passiert, aber ja. Ich muss sagen, ich bin mit der Ausstattung sehr zufrieden. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Es sind mehrere Restaurants, wo man auch vorher reservieren muss. Also so richtig edle Restaurants. Und eigentlich braucht man gar nicht aus dem Resort raus. Denn auch sobald man rausfährt, ist wirklich Dschungel. Da muss man sich ein bisschen auskennen, um etwas zu sehen, beziehungsweise um zu wissen, wohin. Ich zeige das jetzt einmal. Das ist ja ein Wahnsinnsausblick, ne? Die Badewanne und da draußen sind die Palmen. Ja, genau. Das Einzige, wo ich sagen muss, es ist schon preislich hoch angesetzt, sage ich jetzt mal. Also es ist nichts Preiswertes. Auch das Essen ist ziemlich teuer. Wir haben mit Einwohnern hier gesprochen und es ist generell also teuer, weil alles importiert ist. Mein lieber Ehemann hat schon Kokosnüsse von den Palmen runtergeholt und zerschlagen. Und wir haben frische Kokosnuss gegessen. Das ist das Beste überhaupt. Ich sehe hier in der Kamera ein bisschen rot aus. Da bin ich gar nicht so verbrannt. Nicht so verbrannt. Dann haben wir auch einige Bananen. So frische, hier wirklich Bio-Bananen, das sind diese ganz kleinen. Ich zeige euch jetzt mal die Jenny, meine liebe, liebe, liebe Trauzeugin und ihren Andi. Die sind da unten im Pool. Hallo! Da ist sie. Oh! Oh, das ist aber jetzt voll die Attacke. Genau, jetzt haben wir heute ein bisschen Fun hier zu Hause. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Zeit, mit euch zu quatschen. Ansonsten sind wir immer unterwegs und ich habe jetzt nicht unbedingt immer mein Handy dabei. Ich werde auch meistens gefilmt. Mein Mann denkt Gott sei Dank immer an die GoPro. Wir waren gestern Zipline. Das war richtig lustig. Oder war das? Nein, vorgestern. Gestern war mein Geburtstag und unser Hochzeitstag, unsere Trauung. Aber da bekommen wir auch noch genauere Videos. Und ansonsten relaxen wir hier ein bisschen. Hier sind meine Männer. Ja.